Tag zusammen. Wir haben heute für euch im Räucherofen Paprika mit Schafskäse. Jetzt heizen wir den Barbecue-Räucherofen erstmal richtig ein. Kieselsteine in der Wasserschale filtern den Rauch und dämpfen die Hitze. Die Buchenholzspäne haben wir eine halbe Stunde lang in Wasser eingelegt. In der Küche geht's nun an die Paprika, den Schafskäse und die Zwiebel. Die wird fein gehackt. Den Schafskäse bröseln wir in eine Schüssel und vermengen ihn mit den Zwiebeln. Die Paprika schneiden wir jeweils in zwei Hälften und entfernen das Innenleben. Jetzt noch die Schafskäse-Zwiebelmasse einfüllen und ab geht's in den Räucherofen. Wir legen die Paprika auf das Sieb und lassen sie bei 60 bis 80 Grad gut ein Stündchen durchziehen. Die gute Stunde ist rum und so können wir die Paprika rausnehmen und zerteilen. Sieht doch gut aus, oder? Schön. Dankeschön. Boah, das sieht nicht nur lecker aus, ich glaube, der schmeckt auch lecker. Schmeckt lecker gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.